Hallöchen, liebe Schrauberfreunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier für den Ghostbusters Ecto One von Eagle Moss, nämlich mit Ausgabe Nummer 17. Ich bin Sebastian von Death from Models und heiße euch herzlich willkommen hier bei der Sammelserie, die es zurzeit in Frankreich gibt und ich über journo.fr ordere. So, wir werden in der heutigen Ausgabe Nummer 17 ein weiteres Rad montieren, und zwar werden wir das einmal zusammensetzen und dann natürlich auch an unsere Konstruktion hier vorne anbringen, dass zumindest der Motorblock schon mal auf eigenen Füßen stehen kann. Also, über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich sehr freuen. Abonniert den Kanal, um immer auf dem Laufenden zu sein. Ganz wichtig natürlich, die Abo-Glocke aktivieren. Und ich würde sagen, ihr kommt jetzt ein Stück näher, schaut mir auf die Finger und dann haben wir bestimmt ein bisschen Spaß zusammen. So, wir haben jetzt hier einen Schraubbeutel CM und einmal LM. Die werden wir natürlich brauchen, um einmal die Felgen oder den Felgenring zu montieren an dem Reifen und dann natürlich noch das Ganze einmal an der Lenkachse anzubringen. Wie immer haben wir natürlich hier den Reifen, dann den inneren und den äußeren Felgenmantel. Wir haben hier eine Radnabenkappe, ebenfalls wieder schön mit diesem Cadillac-Logo drauf. Ja, stellt jetzt gerade nicht scharf. Doch, jetzt. Dann natürlich die Radblende. Und hier haben wir noch zwei Schläuche, die wir dann quasi später als Bremsleitung noch mit dem anderen Rad noch verbinden werden. So, damit kann der Blister einmal vom Tisch und wir blättern mal in die Bauanleitung rein und stellen fest, dass wir den äußeren Felgenmantel gewohntermaßen einmal hier aufstecken, schön fest nach innen durchdrücken. Dann braucht man natürlich noch ein Schraubmoped. Ich hoffe, das passt bei denen. So, wir brauchen 3 Stück CM-Schrauben. Ja, das sieht gut aus. So. Dann jetzt den inneren Felgenmantel. Legen wir jetzt hier ebenfalls diese Schraublöcher gewohntermaßen exakt über diese Schraubstiftvorrichtung da, also wo die Schrauben später reinkommen. So. Jetzt habe ich einen Fehler, oder? Nee, doch, war richtig. Ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich einen Fehler gemacht und das falsch schon reingelegt, aber es ist so richtig. Zack. Das Ganze bloß noch ein bisschen drehen, dass das hier schön übereinander passt. So, dann drücken wir die erste Stelle zusammen, nehmen unser Schraubmoped, drücken die Felgenringe einmal richtig schön zusammen, dass die Schraube greifen kann, drehen die erste einmal kurz fest, dass er Halt hat, gehen dann zur nächsten. Nicht so leicht. Jetzt sehe ich auch warum. Ich muss nämlich die Schraube noch mal ein bisschen aufmachen. So, jetzt geht's. Sonst verkanten nämlich die Ösen hier.
So, nachdem wir alle drin haben, ziehen wir das Ganze noch mal ein bisschen fest nach und legen uns mal eine Schraube LM zur Hand. Nehmen uns jetzt die die ganze Konstruktion, die wir bisher gefertigt haben. Stecken jetzt dieses Rad hier außen auf. So. Und gehen jetzt mit der LM-Schraube hier außen in die Felge rein. Und schrauben das hier fest. Ach nee, halt, Moment. Das Wichtigste vergessen, nämlich die Blende. Die sollte natürlich auch noch mit drauf. Die Narbe außen aufstecken. Die wird nur wieder so eingeklippt hier. So. Und dann haben wir den Teil schon hinter uns. Jetzt brauchen wir noch die zwei Schläuche. Und dieses Teil hier, was wir mal vor langer Zeit angeschraubt haben. Denn da kommen jetzt die Leitungen ran von der Bremse. So, die stecke ich mal hier eben, ohne dass ihr es seht, hier auf den Stift auf. Zumindest probiere ich es mal. Das ist nämlich nicht so leicht mit den Dingern. Das Ende haben wir drauf und dann müssen wir jetzt auf die gerade ausliegende Stiftvorrichtung hier ran. Da stecken wir den Schlauch jetzt ebenfalls noch an. Probieren wir, ob man das irgendwie zu sehen bekommt. Also hier haben wir jetzt hier diesen Schlauch, den man hier so ein bisschen unschwer erkennen kann, und der geht jetzt hier genau auf diese gerade liegende Ausrichtung. Und den zweiten Schlauch, den machen wir jetzt an das Ende ran, ja, und gehen damit dann zur anderen Bremse von dem Rad, was wir eben angebaut haben. So, ich würde sagen, ich stecke das zuerst hier drin. Okay, passt. Und dann gehen wir jetzt hier mit der Leitung einmal unter allen anderen durch und stecken es jetzt hier noch außen auf die Bremse auf. So, passt. Okay. Ich habe mir übrigens überlegt, nochmal einzelne Motorteile abzubauen und diese nochmal etwas farblich umzugestalten, wie zum Beispiel die Rotorblätter hier werde ich vielleicht gelb machen. Muss ich mir mal nochmal ein bisschen ein paar Fotos angucken. Auf jeden Fall möchte ich hier noch ein bisschen Weathering reinbringen, also zumindest ein bisschen Farbgestaltung, dass das ganze Ding hier nie so in so einem sterilen Blau kommt, ne? Plus, dass ihr da schon mal drauf hingewiesen worden seid, dass das vielleicht demnächst irgendwann mal ein bisschen farblich anders aussieht.
Ja, und in dem Sinne verabschiede ich mich natürlich von euch für heute, zumindest für die Folge hier. Ich zeige es euch jetzt gerade nochmal im Ganzen. Also wir haben jetzt hier dieses Rad wohl angebaut jetzt, ne? Und wie ihr seht, Lenkung funktioniert. Auch wenn ich es hier rüber steuere, ne? Das funktioniert, wenn ein bisschen schwerer. Aber es geht. Und ich freue mich da echt drauf, wenn es hier bald weitergeht. Aufgrund der aktuellen weltweiten Situation sind natürlich auch hier die Lieferungen betroffen. Das heißt, es kommt, glaube ich, nur alle 14 Tage kommt jetzt ein Heft raus. Das heißt, wir müssen uns wieder mindestens 14, wenn nicht sogar bis zu 20 Tagen oder mehr gedulden, bis das nächste Heft hier bei mir eintrudelt. Deswegen bitte ich euch hier ein bisschen um Geduld. Aber in der Zeit habt ihr genug Zeit, die anderen Videos anzugucken. Also, macht's bis dann gut. Ciao, euer Sebastian von der Vermodels. Adi.